Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Buch Echte Kerle, ein Buch von Manuela Oltem aus dem Verlag Belz und Gelberg und das kostet 7,95 Euro. Das ist ein sehr, sehr schönes Pappbuch. Es ist super stabil, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich hatte in letzter Zeit viele, viele Bücher, die ich Vince so nicht geben kann, weil halt die Seiten sehr schnell reißen. Einfach nur bei seinem normalen Umblättern, er ist da einfach noch nicht so vorsichtig, weil er das natürlich einfach noch nicht einschätzen kann. Und deswegen habe ich solche Pappbücher im Moment noch lieber. Das sind auch die Bücher, die immer für ihn zugänglich sind. Die Bücher, die halt da ein bisschen, wo er ein bisschen sorgsamer mit umgehen muss, die stehen in einem Extraschrank. Da gehen wir meistens auch nur zusammen ran. Und deswegen ist es super einfach zum Rumliegen lassen. Ja, es geht darum, dass zwei Freunde über Mädchen lästern. Da geht es halt darum, dass Mädchen langweilig sind, dass sie nur mit Puppen spielen, dass sie sich ständig an- und ausziehen, das heißt, dass sie sich also nur mit Mode beschäftigen, dass sie ihren Teddy mit ins Bett nehmen, weil sie sonst Angst haben, dass sie sich einpinkeln, wenn sie Angst haben und dass sie Angst vor Gespenstern haben. Es geht also um so klassische Vorurteile von Jungs gegenüber Mädchen. Und dann zum Ende des Buches hin bekommen aber die Jungs plötzlich selber Angst und das Ganze endet dann so. Und das finde ich eine richtig süße Geschichte. Kann man auch wieder, wenn das Kind dann alt genug ist, um das zu verstehen, kann man dann auch wieder als Einstieg nehmen in ein Gespräch über Vorurteile zum Beispiel. Oder so diese klassischen Gedanken von Frauen. Also dass Frauen Angst haben beispielsweise oder dass sich Frauen nur mit Mode beschäftigen. Und da kann man dann mit dem Kind auch drüber sprechen, dass es eigentlich totaler Blödsinn ist. Natürlich gibt es Frauen oder Mädchen, die diese Klischees erfüllen, aber das ist genauso gut auf Jungs und auf Männer auch zutreffen kann. Und deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut. Es ist so einfach für Vince in seinem Alter, jetzt mit seinen knapp 2 Jahren, ist es ein schönes Buch zum Angucken und auch zum Lachen und zum Vorlesen. Es gibt halt nicht viel Text, ne? Das ist halt immer klasse, weil im Moment ist er so, entweder lese ich ihm vor, wenn er in seinem Bett sitzt, oder wenn wir uns tagsüber Bücher angucken, dann will er ein Buch, wo er viel zu gucken hat, mit weniger Text, also wo wir dann natürlich schneller umblättern können. Und dafür ist das eigentlich super geeignet. Noch dazu, weil ich es liegen lassen kann und er es sich auch selber angucken kann. Und schön ist dann halt einfach auch diese Wendung. Also erst diese ganzen Vorteile, die rausgehauen werden und dass die Jungs sich dann eingestehen müssen, dass einiges davon auch auf sie selbst zutrifft. Deswegen finde ich das schön, kann ich euch sehr empfehlen. Wie gesagt, kann man auch wieder, ich bin gerade auf der Suche so echt zu Büchern, die so Einstieg in auch schwierige Themen geben. Und hier kann man dann wieder, klar muss man da auch ein bisschen Fantasie entwickeln, auf Vorurteile eingehen, auf klassische Männer- und Frauenbilder. Ich möchte da früh mit Vince irgendwie so, klar, dass er seine eigene Meinung sich bilden kann, dass er aber auch weiß, was meine Meinung dazu ist. Ich bin da ja sehr offen eingestellt. Deswegen finde ich das ein schönes Buch. Ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich, dass es ein Pappbuch ist. Und deswegen war das ein kurzer Tipp von mir. Ich verlinke euch sowohl Verlag als auch Buch wie immer unten in der Infobox. Ich hoffe, das kleine Video zu diesem tollen Buch hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!